Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen noch eine Folge Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Und in der letzten Folge haben wir hier diesen Mord beobachtet und müssen jetzt mal an den Code kommen für diese Tür, weil dahinter können wir mal den Mord uns nochmal angucken, durch das Auge dieser Kamera sozusagen. Und der Typ hier hat den Code, möchte ihn uns aber nicht sagen. Jetzt müssen wir ihn irgendwie unter Druck setzen. Und ich weiß aber noch nicht, wie. Ich weiß gar nicht, haben wir zuletzt schon zu Ende gesprochen hier mit Pater Simeon? Oder Simeon? Pater? Pater? Ja, mein Sohn. Ich hab da eine interessante Frage. Schauen Sie sich das an, Pater. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, was ich davon halte. Ach ja, ich erinnere mich. Sehr gut. okay. Ob wir jetzt rausgehen sollten? Mir fällt jetzt nichts ein, was wir hier noch machen könnten. Was haben wir denn hier? Telefon. Nico, was geht? Nico ging nicht ans Telefon. Kein Wunder. Ja, sie ist dem komischen Mörder hinterhergelaufen. Eigentlich würde ich jetzt, also eigentlich wäre ich als Erstes rausgelaufen. Jetzt müssen wir das einfach mal tun. Oh shit. Nico, lebst du noch? Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Le lézard bleu. Okay, Nico. Oh, ein Fenster. Und ein Pissoir. Der Raum sah aus wie eine Art Büro für die Galerie. Ich konnte das schwache Leuchten des Überwachungsbildschirms in der Ecke erkennen. Ja, dann müssen wir rein, Digga. Wie können wir eigentlich hier noch anrufen? Regenbagger? Wer ist denn Regenbagger? Sag mal, tu das Snow, das so Regenbagger heißt. Hallo, Mr. Rickenbacker? Mr. Rickenbacker, es gibt da ein Problem. Kaum überraschend, wie? Hoffe, es hat nichts mit diesem Lézard Bleu zu tun. Ich fürchte doch, Sir. Es hat einen Raub gegeben. Oh, großartig. Fehlt aber nur ein Bild. Na, weshalb verschwenden Sie dann meine Zeit? Finden Sie das Bild, oder finden Sie raus, wie wir um die Zahlung rumkommen. So behalten Sie Ihren Job, Stobart. Verstehe. Vielen Dank, Sir. Oh, bitte. Sonst noch was, was Sie mir sagen wollen? Der Dieb hatte eine Waffe. Er hat den Galeristen erschossen. Ist er auch bei uns versichert? Nein, Sir. Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Haben Sie denn wenigstens schon eine Spur? Saboteur? Ja. Die Alarmanlage ist sehr wahrscheinlich sabotiert worden. Der Alarm des gestohlenen Bildes war unterbrochen. Also war es ein Insider-Job. Wen gibt es sonst noch in der Galerie? Da gibt's zum Beispiel Lane. Da ist ein Typ namens Hector Lane. Lane? Warum kommt mir der Name bekannt vor? Er ist Kunstkritiker. Ich glaube, er steckt mit hinter der Ausstellung. Könnte er es gewesen sein? Ja. Naja, er ist unhöflich und hässlich. Könnte möglich sein. Quetschen Sie ihn aus, Stobart, bis er auspackt. Um Lane auszuquetschen, würde ich längere Arme brauchen. Ach, komm schon. Legen Sie raus, wer den Alarm sabotiert hat und finden Sie das Bild. Und rufen Sie erst dann wieder an. Also das gefällt mir ganz so gar nicht, dass George hier so eine dicken Sprüche raushaut. Weil ich George immer empfunden habe als jemanden, der Stil hat und klasse. Und jetzt macht er hier einen auf hässlich und dick und ich bräuchte längere Arme, um ihn auszuquetschen. Finde ich nicht so cool. Also, haha, schmunzel, schmunzel und so. Aber George hat eigentlich klasse und das, naja. Gut, unser Chef ist also auch ein Arsch. Und George sagt, naja gut, verstehe, okay, ich werde mal gucken, was ich machen kann. Ja, ist nicht so ganz mein Baphomets Fluch, aber hey, man wird ja auch älter, ne? Lass mal ins Pissoir gucken. Natürlich. Eins muss man den Franzosen ja wirklich lassen. Die wissen, wie man stilvoll pinkeln geht. Stilvoll? Okay. Ja, sowas steht auch bei uns in Berlin, sowas ähnliches. Bisschen zuer ist es dann doch noch, aber naja, gut. Gut, wo geht's denn hier zu Nico?
Ach, guck mal, eine Metro. Metropolitain, de la Vente, de la Chanson, de la Baguette. Ich kann hier nirgendwo weitergehen. Ich kann nur wieder reingehen in den Laden, oder? Oh, hier ist noch ein Fenster. Ich war schon immer fasziniert von den Buntglasfenstern in Paris. Ja, ich auch. Sehr, sehr. Aber hier ist nichts mehr zu holen. Dann müssen wir heute wieder zurück in die Galerie. Ah, bleiben wir schon so früh hängen? Mir hat es ja beim Director ist gerade sehr, sehr gut gefallen, dass die Hotspots schon geleuchtet haben, wenn man nur in die Nähe gekommen ist mit der Maus. So muss man hier alles absuchen, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. So, sollen wir nochmal mit Hans-Joachim reden, vielleicht? Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Ist doch ganz klar. Habe ich nicht alles davon schon benutzt? Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der... Ja. Das sagten Sie bereits mit... Ja, das sagte ich bereits. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Shit! Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern Abend früh zu Bett gegangen, ja? Stimmt genau. Ich war seit Tagen nicht mehr in der Nähe der Galerie. Irgendwas stinkt da. Bleiben Sie mir mit diesem Giftgebräu vom Leib. Schuldig aufgrund eines Beweises... Ja, hatten wir schon. Reine Hirngesp... Bla bla. Okay, was müssen wir tun? Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Recht wackelig auf dem Podest. Und was können wir jetzt machen, damit das Ding umkippt? Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ja, das hab ich verstanden. Für den gediegenen Connoisseur und für die Kleinigkeit von 80.000. 80.000 Franc oder Euro? Soll ich hier nochmal genauer gucken vielleicht? Mann, ich bin jetzt schon am Straucheln hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das Spiel geht gerade mal gefühlte 2 Minuten. Und schon ist irgendwie kacke Arsch. Ich sollte lieber die Finger vom Beweismaterial lassen. Wieso das denn? Durchgetrenntes Kabel. Hier sehen wir nichts mehr. Die Druckplatte funktionierte einwandfrei. Ja. Aber weil das Kabel durchtrennt war, ging der Alarm nicht los, als man das Bild entfernte. Der Knopf überbrückte das Druckplattensystem. Das durchtrennte Kabel hatte die Platten deaktiviert. Was ich mich jetzt frage, ne? Was hätte denn der blöde Alarm jetzt Tolles ausrichten können? Der ist reingelaufen, hat das Bild genommen, hat dann erschossen und ist wieder abgehauen. So ein bisschen getrötet, da hätte jetzt nur auch nichts gemacht, oder? Naja, gut. Okay, also da kommen wir nicht rein. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Ja, die Büste stand recht wackelig. Diese Büste war ziemlich beeindruckend. Wer dafür wohl Modell gestanden hatte? Aber es geht nicht. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ja, dann... Aber so richtig was bringen würde uns das ja auch nicht, ne? Tja, Leute. Shit. Wie sollen wir den denn überzeugen? Dafür müssten wir ja irgendwas finden. Ja, Nico geht nicht dran, Digga. Nico geht nicht dran. Sollen wir uns alle Bilder hier angucken oder was? Ich verstehe das nicht. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. 55.000. Schade. Ganz knapp über meinem Budget. Sagt er zu jedem Bild was anderes? Na komm schon. Komm schon, George. Wir müssen doch hier irgendwas finden, was uns weiterbringt. Noch eine funktionierende Alarmanlage. Der Dieb hatte also das einzige Bild mitgenommen, dessen Alarmanlage sabotiert worden war. Aber warum gerade dieses Bild? Aber warum gerade dieses Spezielle? Eine gute Frage.
Ein seltener Einblick in den von Absinth vernebelten Verstand des Künstlers. Für nur 80 Riesen echt ein Schnäppchen. Schild! Oh! Das gestohlene Gemälde hieß La Maledictio, war 1937 von einem Künstler namens El Serp gemalt worden und gerade mal 40 Riesen wert. Das gestohlene Gemälde war weniger wert als die anderen. Wieso hatte der Dieb dann ausgerechnet dieses Bild gewollt? Weil es zaubern kann, ist doch klar. So. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Ich hatte gedacht, vielleicht kann ich noch in seine Hosentasche greifen. Na, nee. So, den Zettel hatten wir ja gesehen. Da stand drauf hier, bla bla bla, 14.30 Uhr. Als dann tatsächlich dieser Mord geschah, oh, Schusswunde können wir auch nichts machen. Andere Hand hier, bam, bam. Augen. Kein Kommentar? Komisch. Jetzt sagt er nichts mehr, der gute George. Ich komm nicht drauf. Was muss ich tun? Wie sieht es aus, Mr. Ganz bestimmt nicht. Bla bla. Schuldig aufgrund. Ja. Ich war ein. Hatten wir das schon? Hier ist nichts Neues. Ach, Leute. Leute, Popoide. Gemälde. Büste. Kamera. Oh, Pizzakarton. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Gute Entscheidung. Wir haben ihm doch eine Pizza gegeben. Eigentlich müsste er doch auf jeden Fall. Nee, okay, ich dachte, ich kann das Telefon mit den Leuten hier benutzen. Schuldig aufgrund eines Beweises. Blabla. Reine Hirngespinste. Ja. Hatten wir auch schon. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon probiert. Das habe ich auch schon probiert. Bleiben Sie mir mit diesem Giftgebräu vom Leib. What the fuck? Verzeihen Sie, Pater. Ja, mein Sohn? Schauen Sie sich das an, Pater. Ja. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, was ich davon halte. Ach so. Ja, ich, ja, na klar. davon auch. Was soll ich denn noch machen, Leute? Wie heißt es so schön? Jeder Künstler war auch mal ein Amateur. Das kann doch nicht sein. Okay, pass auf, wir machen das so. Ich brauche Beweise, irgendein Motiv, um Lane dran zu kriegen. Wo finde ich so etwas? Wo finde ich so etwas? Komm schon. Draußen auf der Straße ist ein Café. Ei. Aber ich habe doch geguckt, ob ich weitergehen kann. Das ging doch nicht. Oder ob es hier draußen wohl irgendwas gab, womit ich Druck auf Lane ausüben konnte? Ja, das hättest du auch sagen können, als ich vorhin rausgegangen bin. Ah ja. Naja, toll. Okay. Das war einfach nur... Gut, dass es hier diese Tipps gibt, weil ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt hier weitergehen kann. Sehr gut. Hallo, Kellner. Verzeihung. Monsieur? Es gab einen Diebstahl in der Galerie. Ach, wirklich? Sie klingen gar nicht überrascht. Jeder Besitz ist Diebstahl, Monsieur. Und jedes Kunstwerk ist Besitztum. Da er ist jedes Kunstwerk Diebstahl. Finden Sie nicht auch? Naja, so gesehen kann man wohl kaum widersprechen. Ein alter Anarchisten-Kommunisten-Kellner hier vorne, der ja nun aber auch kellnert für Geld und naja gut, lassen wir das Thema. Okay, hast du irgendwas gesehen? Haben Sie jemanden aus der Galerie rauslaufen sehen? Da war diese gut aussehende Frau. Meine. Mit einer Kamera. Sie hat jemanden verfolgt. Das muss Nico gewesen sein. Sie kennen sie? Sie überraschen mich. Können Sie mir etwas über den Mann sagen, den sie verfolgt hat? Ich vermute, Monsieur, dass man ihn, wie jeden von uns, von Natur aus nicht wirklich kennen kann. Kein Wunder, dass das Café von dem Kerl so leer war. Ein alter Philosoph, ne? Na, da würde ich mich auch nicht hinsetzen, du. Henri, der Galeriebesitzer, wurde erschossen, als er versuchte, den Diebstahl zu verhindern.
Das Leben hat keinerlei Bedeutung, wenn man sich erst einmal von der Illusion der eigenen Unsterblichkeit verabschiedet hat. Sicher doch. Haben Sie ihn gut gekannt? Können wir einen Mitmenschen jemals wirklich kennen? Na, no, ist ja gut. Er verbrachte nur wenig Zeit im Café, im Gegensatz zu seinem Freund, Monsieur Lane. Aha. Kennen Sie Hector Lane? Lane? Oh ja, er trinkt ihre gelegentlich etwas. Er ist gestern Abend abgehauen, ohne zu bezahlen. Aha! Gestern Abend? Wann ungefähr? Auf jeden Fall nach Mitternacht. Wenn Sie ihn sehen, geben Sie ihm diese Rechnung und sagen Sie ihm, er soll sie nächstes Mal bezahlen. Die Rechnung stammte vom vorigen Abend. Aber Lane hatte mir erzählt, er sei nicht mal in der Nähe der Galerie gewesen. Das könnte das Druckmittel sein, das ich brauchte, um Lane den Code für die Bürotür zu entlocken. Perfekt, George. Was wissen Sie über Le Lézard Bleu? Ein bourgeoiser, geistloser und überteuerter Laden. Genau wie Lane, sein Kurator. Er sitzt immer hier rum, wissen Sie? Salbadert seine neueste Flamme mit Kunstgeschwafel voll. Mhm. Sie und Lane sind also nicht gerade die besten Freunde, was? Der Mann ist ein zweitklassiger Kritiker, der nur mit bedeutungslosen Aphorismen um sich wirft. Aber dir hört man sehr gerne zu. Okay, das hier brauchen wir nicht mit ihm besprechen. Danke, los geht's. Danke für Ihre gleichbleibende Gleichgültigkeit, Monsieur. Wenn Sie das nächste Mal kommen, werde ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen. Vielleicht aber auch nicht. Mein Lieblingscafé. Was ist hier? Lanes offene Rechnung. Sehr gut. Sehr gut. Die werden wir ihm erstmal unter die Nase reiben. So, Tag. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen... Hatten wir schon. Und bam. Schauen Sie sich das mal an. Was ist damit? Das ist Ihre Rechnung vom Café nebenan. Und? Das heutige Datum. Die Rechnung ist von gestern Nacht, genauer gesagt von heute Morgen 12:30. Sie sagten, Sie waren nicht in der Stadt. Sie haben gestern Abend aber eine Menge Champagner getrunken, ohne die Rechnung zu bezahlen. Aber Sie haben mir doch erzählt, Sie seien gestern Abend gar nicht in Paris gewesen. So ungern ich das sage, aber das klingt für mich wie eine Lüge. Ich sag Ihnen was, Sie geben mir den Code für diese Tür und die Polizei braucht von all dem nichts zu erfahren. Ein Motiv und Beweise für Ihre Verwicklung in das Verbrechen. Das sieht übel aus, Mr. Lane. Sie sind ein Erpresser, Stewart. Ich erledige nur meinen Job. In Ordnung, Sie haben gewonnen. Der Code lautet 6397. Aber ich leugne all Ihre lächerlichen Anschuldigungen. Ich hatte den Code. Die Polizei würde jeden Moment auftauchen. Also musste ich mich beeilen. Sehr gut. 6397. Wie lautete die Zahl doch gleich? Niemand rührt sich. Ach, shit. Ende hoch. Verflucht. Ich bin Inspektor Navette vom Pariser Dezernat für Schwerverbrechen und ich erkläre ihr mit diesem Tatort für eröffnet. Für gesperrt, wollte ich sagen. Keine Bewegung. Das gilt besonders für Sie da auf dem Boden. Mue, ich will eine totale Abriegelung. Niemand kommt rein oder raus, außer mir, selbstverständlich. Mue. Geil. Den kennen wir doch aus dem ersten Teil. Finde ich gut. Ich musste wieder in die Galerie hinein. Aber ein alter Bekannter bewachte die Tür. Es war Sergent Mouet. Oui. Wir waren uns schon mal begegnet. Okay. Er sagt nichts. Er hält einfach nur die Hand hoch.
Alles klar, und jetzt spielen wir Nico, finde ich voll geil. Und wir müssen in die Galerie und wir müssen uns was ausdenken. Hoffentlich reicht ja schon einfach nur mit ihm reden. Das werden wir herausfinden, aber leider erst in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.